geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sporttotal. Gehen wir rein ins Aufsteigerduell. Felbert stößt an in den weißen Trikots von links nach rechts. Gütersloh heute ganz im Blau. Viel Spaß! Wir sehen es hier. Eben auch in der Lage sind, sich raus zu kombinieren. Aber jetzt Ballverlust. Erste Chance und erster Abschluss. Manuel Schiebner. Runder Ball. Diallo wird ihn reinbringen. Links. Scharf vors Tor. Diallo. Und Markus Pazurek. Julian Hesse hat im Vorgespräch auch nochmal gesagt, also in der Regionalliga sind es eigentlich immer die Kleinigkeiten, die Spiele entscheiden. Und das ist vielleicht so eine Kleinigkeit. Durchbruch. Dantas. Und in der Mitte Pfosten von Kandic, dem neuen Mann. 29. Minute, größte Chance des Spiels. Abdelhamid. Das ist Max Martemes, auch auffällig. Klärt fürs Erste von Rolf. Abschluss. Ja, warum nicht? Markus Pazurek. 35. Minute. Ja, Ball kommt durch. Das ist Kaya. Und das ist fast das 1:0. Pfosten. Was für eine Möglichkeit. Und direkt der Konter über Dantas. 4-3, wenn sie schnell spielen. Da ist Kandic. Und gut verteidigt von Martemes. Ich glaube, Hilger war es, der da am Ende den Ball an den Pfosten befördert. Aber wir haben noch keine Möglichkeit drauf zu gucken, weil es direkt weitergeht. Kandic und Tor! 0:1. Kevin Freiberger. 39. Minute. Der Abschluss einer völlig verrückten Sequenz. Flanke kommt ins zweite Regal. Kandic macht das klasse. Und dann steht Kevin Freiberger da, wo ein Topstürmer stehen muss. Ja, schon auffällig. Ismael Remo, dass viel über ihn geht. Wird häufig gesucht und gefunden. Hereingabe erstmal ohne Abnehmer. Zweite Möglichkeit. Und die war besser. Markus Pazurek. 58. Minute. Und Peters ist da. Chance lebt noch. Und wie? Abschluss. Florian Berisha. Berisha. Und Jano Peters ist da. Max Martemes. Was für eine Variante wählen sie jetzt? Langer Pfosten. Gefährlich. Und jetzt ist der Ball geklärt. Probst ist durch. Und gut von Marcel Lenz, der da aufmerksam ist. Obwohl er wenig auf den Kasten bekommen hat. Pazurek, den es da weit nach außen treibt. Nimmt Diallo mit. Diallo. Und Schuss. Benjamin Hemke. Und Jano Peters macht sich ganz, ganz lang. Da war die Chance zum 1:1. Und das war's. David Markus Koi beendet die Partie
Der FC Gütersloh gewinnt mit 1:0 in Velbert durch das Tor von Kevin Freiberger aus der 38. Minute in einem chancenarmen Fußballspiel. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.